Ich bin Angelika Schmidt-Rath, bin freischaffender Künstler bei Freiwohnen Weiden in Sachen Einrichtung und Möbelfachberatung. Ich bin vor einem halben Jahr zu dem 100%-Club gekommen durch eine Information an unserer schwarzen Anschlagtafel. Es ist ein toller Club, ich kann es euch nur sagen. Wenn ihr die Chance habt, da mitzumachen, tut es. Es bringt euch nur weiter. Jeden Tag kannst du die Dinge, die du hier im Hause oder mit Thomas Witt zusammen lernst, umsetzen, an der Front üben, du kriegst das Feedback von deinen Kunden, du hast richtig Spaß bei der Arbeit und am Monatsende hast du auch noch mehr auf deinem Gehaltskonto. Wir hatten ein Jahr lang oder fünf Monate lang Freitag für Freitag Telefonkonferenzen. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis in der ganzen Truppe. Es macht Spaß, wir lernen voneinander, miteinander, wir messen uns aneinander. Du hast ständig Motivation, die immer hochgehalten wird. Und Thomas Witt, einen tollen Mentor, der einfach dir Instrumente an die Hand gibt, wie du deinen Verkaufsprozess optimal steuerst und ein positives Feedback vom Kunden direkt zurückbekommst. Es gibt dir persönlich etwas zurück von dem, was du tust. Und du reifst in deiner Persönlichkeit. Und ich kann nur sagen, eigentlich für jeden Menschen, der irgendwie mit Verkauf zu tun hat, wäre es ein tolles Seminar. Also wenn du die Chance hast, mach ernst, in einem 100%-Club Ziele zu formulieren. Was soll er dir persönlich für deine Zukunft in einem Jahr bringen? Mein Ziel war mehr Zeit und trotzdem das gleiche oder mehr Gehalt. Es ist realisierbar, auch wenn man es nicht glaubt. Du lernst, solche Prozesse zu steuern, dass du nicht mehr Kunden verschleißt in deinem Tagesgeschäft, sondern die Beratung intensiver wird und durch diese Intensität deiner Beratung du schneller zum Verkaufserfolg kommst und mehr Verkaufserfolge aus eigentlich geringerer Kundenfrequenz generieren kannst. Ein Instrument, das wir für die Zukunft wahrscheinlich ganz intensiv brauchen werden, denn die Frequenz wird grundsätzlich weniger werden. Wir müssen in der Hinsicht weiter an uns arbeiten, um aus dem Wenigen, was ins Haus kommt, mehr zu generieren. Was?